DJ Clue Drop Tutorial 2012. High Definition. Hallo und herzlich willkommen zu den DJ Condor Tutorials. Ich bin DJ Condor und in diesem Video zeige ich euch das Verbinden von VST-Plugins mit dem Programm FL Studio. VST bzw. VSTI steht für Virtuelle Studio Technologie und das I nochmal für Instrumente. Und man kann sich das Ganze so vorstellen, was wir als Hardware haben, gibt es beispielsweise dann auch als Software. Also es gibt dann analoge Kompressoren und Equalizer, wo man da an den Reglern rumstellen kann. Und das haben wir dann einfach nur digital, damit wir am Rechner damit arbeiten können. In diesem Video zeige ich dann hauptsächlich kostenlose VST-Plugins. In diesem Beispiel habe ich hier einen kleinen Vocal Sample vorbereitet mit FL Studio. Konnte man den vorlesen lassen. Und hier habe ich dann in meinem Mastering-Kanal 5 Plugins vorbereitet. Jedes Plugin hat in der Videobeschreibung seinen eigenen Link. Also ihr könnt euch die Sachen so heraussuchen oder ihr macht es euch einfach und findet noch viel mehr Plugins, indem ihr einfach auf die Suchmaschine eurer Wahl geht und dort Free VST Plugins eingibt. Als erstes zeige ich euch mal hier dieses hier. Sieht ziemlich bunt aus. Ich habe da auch schon ein bisschen rumgedrückt. Man kann hier so Sachen einstellen. Und da zeige ich jetzt erstmal den originalen Sample, ohne dass ich jetzt den ersten Kanal dazu geschaltet habe. Und dann gehe ich die einfach einzeln durch. Dann könnt ihr so ein bisschen gucken und für euch auch herausfinden, ob das was für euch ist oder ob ihr auch lieber über dieses Tutorial hinaus noch viele weitere kostenlose oder auch nicht kostenlose VSTs raussucht. DJ Condor VST Tutorial 2012. DJ Condor. DJ Condor VST Tutorial 2012. DJ. So, das war Nummer 1. Jetzt Nummer 2 habe ich Matte Shifter. Das kennt man bereits aus dem Vocal bzw. Voice Tutorial und ist auf jeden Fall ganz witzig. Das hat ungefähr folgenden Klang. DJ Condor VST Tutorial 2012. DJ Condor VST Tutorial 2012. DJ Condor VST Tutorial 2012. So, kann man auch damit rumspielen. Auf Platz 3 haben wir hier Distortion und Tri-Dirt. DJ Condor VST Tutorial 2012. DJ Condor VST Tutorial 2012. In der vierten Reihe haben wir das Karma FX Plugin Pack. Und haben wir jetzt hier so Sachen wie Reverb und Delay. DJ Condor VST Tutorial 2012. DJ. So, und im fünften haben wir einen Bitcrusher, der wird auch ziemlich oft in den Tracks angewandt, die man jetzt auch aus den Charts kennt, weil das kann man nämlich so schön, sag ich jetzt mal, so richtig downsamplen, den Vocal, bei Vocals wird es meistens angewandt. Man kann es auch auf Melodie, man kann es eigentlich einsetzen, wo man will. Es ist halt jetzt nur ein Beispiel mit Vocals und man kann wirklich machen, was man möchte. Also bitte probiert aus, seid kreativ und nutzt alles, was euch einfällt und was ihr bekommen könnt. DJ Condor VST Tutorial 2012. So, das wären hier die 5 Beispiele. Und nun zeige ich euch, wie ihr das überhaupt in euer Programm FL Studio bekommt. Also ihr geht erstmal hier oben in die Optionen, dann könnt ihr hier unter VST Plugins Extra Search Folder, könnt ihr einen extra Ordner angeben. Ich habe diesen unter C Programme VST Plugins. Dort habe ich alles reingestopft.
Man kann das ordentlich machen, indem ihr jeden einzelnen Ordner drin benannt habt. Das wird dann hier nicht angezeigt. Ihr braucht natürlich immer nur den übergreifenden Ordner. Bei einigen reicht es einfach nur, indem da die DLL-Datei einfach reingezogen wird und dann ist diese Datei zu finden. Einige VST-Plugins muss man auch installieren und dann taucht erst die DLL-Datei dran auf. Und andere sind halt eben etwas unkomplizierter, einfach reinziehen und schon ist das Plugin installiert. Aber nun müssen wir auch FL Studio beibringen, dass es auch da ist. Deswegen gehen wir hier unter Channels, Add One, gehen auf More und hier drin gehen wir hier unten auf Refresh und drücken Fast Scan. Hier steht auch extra dran, dass das empfohlen ist. Ich bitte euch nicht, den unteren zu drücken, weil wenn das passiert, dann wird FL Studio Sachen finden, das glaubt ihr gar nicht, damit könnt ihr kaum was anfangen und eure Mega-Liste wird noch riesig gigantischer zugemüllt. Also ich habe ja schon recht viele Plugins hier installiert und da wird dann noch mal richtig einiges zusätzlich gefunden, was noch nicht mal was bringen muss. Also ich würde sogar eher sagen, es bringt gar nichts. Also bitte nur Fast Scan drücken. Bei mir hat er jetzt leider auch keine gefunden. Ich habe jetzt keine neuen installiert. Die Anzahl der installierten Plugins, die gefunden worden sind, werden dann hier angezeigt. Die werden auch automatisch hier schon direkt alphabetisch einsortiert. Das heißt, ihr müsst gucken, was ist das überhaupt jetzt für ein Plugin? Ist das jetzt etwas von FL Studio gewesen? Dann ist es hier wahrscheinlich und diesen Fruity Generators oder einfach nur VST-Plugins, das Allgemeine. Und da haben wir zum Beispiel auch den Bitcrusher von eben. Wo ist er? Hier. So, und die Sachen werden dann mit einem F versetzt, wenn sie zum Beispiel ein Synthesizer sind. Die Sachen, die ich jetzt aber hier rausgesucht habe, sind allein nur Effekte. Also man muss wissen, welche VST-Plugins man runterlädt. Sind das welche, die Synthesizer-mäßig sind? Die beispielsweise wie, gehe ich jetzt mal hier auf, wie nehmen wir denn? Haben wir halt so viele. Zum Beispiel hier dieses Toxic Biohazard von FL Studio. Und das ist natürlich ein eigener Synthesizer. Na, der hat jetzt leider jetzt hier kein Keyboard, aber mit FL Studio kann man ja am Piano rollen. Die Noten dazu setzen und dann hier entsprechend alles andere einstellen. Und die Plugins, die ich vorgestellt habe, sind reine Effekt-Plugins. Das heißt, diese werden dann hier unter More ausgewählt. Und dann habt ihr die gleiche Liste wie unter Channels at One, nur ihr müsst es genau trennen, was ist Effekt und was ist Synthesizer. Für Mastering selbstverständlich dann nur die Effekte und hier für unseren Drum-Editor bzw. auch Step-Sequencer, da kommen die Sachen mit Synthesizern rein. Also habe ich dementsprechend auch hier andere Effekte, die wir bereits kennen, Devastor und den Glitch von eben. Oder auch hier aus anderen Tutorial der Boot EQ MK2. Und die tauchen dann alle in dieser Liste auf, währenddessen unsere anderen VSTs für die Instrumente auf dieser Seite sind. Und so teilt man die dann auch zu. Das zweite, was recht nützlich ist, sind Presets. Also nicht jedes VST-Plugin bringt Presets mit, kann einige durch Extrabanken mit installieren, sofern es das Plugin bzw. das VST auch zulässt. Ich habe jetzt hier als Beispiel den kostenlosen Abacos. Den habe ich runtergeladen und hier bzw. einfach nur rein kopiert in meinen VST-Ordner und dann ist er halt schon da gewesen. Hier gibt es die Option Presets zu nutzen. Und da können wir dann einfach irgendwas auswählen und dann sind dann halt Voreinstellungen, die dann geladen werden. Ihr könnt auch selber Sachen abspeichern, wie Save Preset As. Dann könnt ihr das eure eigenen Einstellungen dazu speichern und gegebenenfalls halt wieder laden. Und das Ganze haben wir dann auch hier mit den Tri-Dirt beispielsweise. Da gibt es keine Presets. Man hat zwar immer von FL Studio aus diese Möglichkeit, hier zu drücken oder Browse Presets, dann geht das zum Beispiel hier los. Wenn ihr jetzt ein Plugin von FL Studio habt, ich schaue mal eben, mit welchen das gehen könnte. Ich probiere einfach mal den, welchen könnten wir denn da nehmen? Ich probiere jetzt einfach mal den Fruity Flanger, mal sehen, ob der was hat. Gehe auf Browse. Und tatsächlich. Und dann tauchen hier
einige Presets auf und die können wir jetzt ganz einfach rüberziehen. Und ihr seht, die Werte verändern sich, wird sofort übernommen. Ich weiß jetzt nicht, was die machen. Ich wollte es jetzt einfach nur mal zeigen, dass das so geht und dass man die Presets aber auch hierüber auswählen kann. Das sind halt die Möglichkeiten, welche ihr habt. Und im letzten Teil gebe ich jetzt noch ein Beispiel für einen sehr professionellen und auch mit Lizenz zu erhaltenen Synthesizer in Silent One. Das Teil ist für jedes Genre geeignet, egal ob ihr House macht, dieses Dutch-Gepiepse oder Hardstyle oder House, hatte ich schon House gesagt, oder Hands Up. Ihr könnt damit so ziemlich alles erstellen, wo ihr halt wisst, was ihr machen müsst. Das Ganze fängt immer mit einem Ton an, das ist dieses Tolle an diesen individuellen Synthesizern, dass es wirklich auch ein eigenständiger ist, der zwar ebenfalls jede Menge Presets hat, wenn wir dann die entsprechende Menübank laden, das wird dann hier extra über das Load-Menü wird es dann hier ermöglicht, da muss man eine ganze Bank laden. Und dann haben wir hier Silent 1, die Factory Bank 1, 2, 3 und auch noch eine Hardstyle Bank, die ist aber zusätzlich, die war nicht dabei und da kann man dann entsprechend halt diese Sachen laden. Jedenfalls wollte ich euch zeigen, man fängt mit Standard mit einfachen Ton an. Sowas hier. Und das ist sozusagen schon alles, was das Teil kann, wenn wir das jetzt so lassen würden. Man kann es, an der Stelle möchte ich nochmal sagen, man kann es auch vergleichen mit dem 3X OSC von FL Studio. Schauen wir uns das hier mal an. Das ist so ein bisschen Saw-Style. Ist jetzt aber nicht weiter wichtig. Wir haben auch hier nur einen Ton und da kann man auch eine Bassline mitmachen und Melodien. Man hat auch noch verschiedene Möglichkeiten hier die Kurven einzustellen und wie sich das Ganze halt so ergibt. Und das ist wie gesagt eine kostenlose Sache. 3X OSC ist seit Anbeginn der Zeit von FL Studio dabei, also solange ich mich zurückerinnern kann. Aber natürlich bieten solche richtig professionellen Plugins hier mit dieser Detune-Sache und Stereo-Anteile und Kurven hier, Bearbeitung und Oktave und ach, was die nicht alles können, viel mehr Möglichkeiten. Das war soweit das Tutorial zu den VST-Plugins. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, unterhalb dieses Videos die Kommentarfunktion nutzen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bin DJ Condor und bis zum nächsten Mal. DJ Condor Tutorials 2012 High Definition.